Polizei, guten Tag, bitte sprechen. So melden wir uns, meine Kollegen und ich, von der Einsatzleitstelle aus täglich mehrere hundert Mal. Geben Auskunft, beraten oder veranlassen sofortige Hilfeleistungen. Sicher helft ihr auch, wo ihr könnt. Alten und Kranken, Nachbarn und Fremden. Aber es könnte auch sein, dass ihr die Hilfe der Polizei einmal ebenso braucht wie folgende Kinder. Peter Fabri, 12 Jahre alt, aus Essen. Er ist kein Primus und kein Musterschüler, aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Er lässt sich nicht lange bitten, wenn man seine Hilfe braucht. Wenn du noch einmal eine so schlechte Arbeit schreibst, brauchst du erst gar nicht nach Hause kommen. Guten Morgen. Also, bist du doch einfach. Einen Moment.
Mann, du hast doch kein Tor, sag mal, gibt's doch gar nicht. Paul, ey, bitte, ich mal. Hast du keine Ahnung vom Fußball, ey. Was gibt's doch mit dir? Ey, pass auf, da oben steht die Polizei, ey, naja, haben wir die noch hier unten. Oh, lass uns auf, ey. Jung, ist gut. Können wir dir helfen? Nein, nein. Ja. Vielleicht doch. Na, wo drückt der Schuh? Ich bin aus Essen. Ich bin von zu Hause weggelaufen. Ich möchte ganz gern wieder nach Hause, aber ich habe doch kein Geld mehr. Na, wenn's weiter nichts ist. Wie heißt du denn? Ich heiße Peter Fabri. Sperren Sie mich jetzt ein? Aber, hör mal. Du hast doch nichts verbrochen. Wir bringen dich wieder nach Hause. Und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Düssel 12, 14 für 12, 16 kommen. Wir haben hier einen kleinen Ausreißer aus Essen. Kann ein Streifenwagen ihn zur Stadtgrenze bringen? Ja, verstanden, Ende. Ich habe noch eine Frage. Warum waren denn bei dem Fußballspiel so viele Polizisten? Es ist doch nichts passiert. Eben, damit nichts passiert. Und damit du wieder nach Hause kommst. Ach so, Wiedersehen. Na, lieber nicht.